Hallo Leute, heute werde ich euch im Intro ein Origami-Tutorial zeigen. Los geht's! Wundervoll. Ja, und ich nenne es ein Hauch von Schneeball. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP. Ganz richtig, Leute. Weil ich auch der gefühlt einzige YouTuber bin, der dieses Spiel hier auf YouTube Let's Play. Alle anderen sind sich zu fein und zu schade dafür. Also eigentlich ich auch, aber egal, lassen wir das. Ja, Leute, wir sind hier gerade in der Krankenstation vom St. Mungo Hospital und haben in der letzten Folge herausgefunden, dass die liebe Madame Stroud Verursacherin des Schwanenpatronus war. Das war ja bisher immer eine große Frage. Wir haben den Schwanenpatronus ja schon einige Male hier im St. Mungo gesehen und uns immer wieder die Frage gestellt, von wem stammt der und was soll der hier? Und ja, jetzt wissen wir zumindest, von wem er stammt, nämlich von Madame Stroud. Genau, und auch die Geschichte darüber. Aber die werde ich jetzt hier nicht nochmal zusammenfassen. Das würde ein bisschen zu lange dauern. Wenn ihr das erfahren möchtet, dann schaut euch die letzte Folge an, die hier vielleicht irgendwo verlinkt ist. So, ja. Genau, wir gucken mal eben stattdessen auf die Aufgabenliste. Und dort sehen wir, dass ich, was? Der ist noch nicht auf Level 7. Ach so. Ja, Leute. Ja, umso besser. Da machen wir jetzt die Quidditch-Aufgabe weiter. Let's go. Habe ich gerade ernsthaft 57 Edelsteine für eine Quidditch-Aufgabe ausgegeben? Warum habe ich das gemacht? Oh Gott, wehe, das wird eine 8-Stunden-Aufgabe. Dann raste ich hier komplett aus. Hallöchen. Hast du schon mal geträumt, wie du pausenlos einem goldenen Schnatz hinterherjagst? Ich schon. Ich nicht, weil ich das Event übersprungen habe. Da war nämlich irgendwas mit einem goldenen Schnatz. Hallöchen. Die Wigtown Wanderers sind mein Lieblings-Quidditch-Team. Interessiert mich halt einfach gar nicht. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter und sag uns, worum es geht, Daniel. Machst du hier gerade an... Mach die gerade Ansagen hier. Ich bin immerhin der Quidditch-Kapitän. Die sind ja mutig geworden, ey. Das gesamte Team ist hier und hat sich zum Training versammelt, Daniel. Du kannst ihnen jetzt also von deiner tollen Idee erzählen. Ihm? Achso, dem Team, ja, ja, klar. Umwerfen, glaube ich. Stellen wir uns alle zusammen und ich werde meine Idee auch dem restlichen Team präsentieren. Irgendwie humpelt Sky. Hört zu, Leute. Euer amtierender Kapitän hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Genau. Bevor wir heute mit dem Training starten, möchte ich gerne eine Teamversammlung nutzen, um über unsere zukünftige Saison zu sprechen. Sky hat mir gesagt, dass ihr Vater Ethan Parkin angeboten hätte, uns für das Quidditch-Pokalfinale zu trainieren. Wie genial! Ethan Parkin ist eine absolute Legende! Das ist richtig. Und beim letzten Quidditch-Pokalfinale war er äußerst hilfreich, als er uns das Power-Manöver beigebracht hat. Aber in der Vergangenheit empfanden die anderen Teams unsere Trainingseinheiten mit Sky Sarter als unfair. Warum auch immer. Unfair? Nun, das ist ziemlicher Quatsch, oder nicht? Rev und ihre Teamkollegen haben Orion die Jesuszwiebel in den Krankenflügel verfrachtet. Das ist wahrhaftig unfair. Aha. In Ordnung. Beruhigt euch wieder, Leute. Euer amtierender Kapitän ist noch nicht fertig. Glaubst du, unser vergangenes Training mit meinem Dad hätte uns tatsächlich einen unfairen Vorteil verschafft, Daniel? Ja, wir hatten einen unfairen Vorteil. Nein, seine Unterstützung war fair. Beide Teams haben unfaire Methoden ja, eindeutig, beide, ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass beide Teams unfaire Methoden angewandt haben.
Ihr habt recht mit der Geschichte von Orion, der Jesus-Zwiebel. Er hat das Wasser geteilt und durch ihn ist ein ganzes Volk gerettet worden, inklusive der süßen ganzen Esel, die dabei waren. Jedenfalls, der von unserem ersten Spiel der Saison in den Krankenflügel musste, ja, das auch, genau. Aber weil wir uns von einem professionellen Quidditch-Spieler beraten haben lassen, genossen wir dadurch ebenfalls einen unfairen Vorteil. Da ist was dran, Daniel. Wir könnten wohl alle härter an uns arbeiten, damit wir im Umgang mit anderen Teams fair und rücksichtsvoll sein können. Genau, das wollte ich sagen. Und deswegen möchte ich dieses Mal etwas anderes ausprobieren. Ganz im Sinne eines guten sportlichen Verhaltens ist mir eine Idee gekommen, die jeder als fair empfinden wird, glaube ich. Bitte lasst es mich erklären. Nur nicht in 8 Stunden, nur nicht in 8 Stunden. Ja! Okay, let's go. Ja, dann erklär mal, Daniel Granger. Wir sind alle total... Ey, sag mal, Moment mal, Leute. Trage ich hier gerade ein Donut-T-Shirt unter den selbstgestrickten Pulli meiner Mami? Das ist seltsam und das sieht ziemlich weird aus. Moment mal, ich habe den Telekom-Mitarbeiter heute Mittag so begrüßt. Der hat mich auch so... Oh yes, Alter, ich habe direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In solchen Momenten bin ich immer froh, dass ich im Hintergrund den Play-Button stehen habe. Weil, ja, so als YouTuber ist man ja quasi Künstler. Und als Künstler darf man sich alles erlauben, was Styling anbelangt. Genau, siehe diese ganzen Millionen Beispiele auf RTL 2. Die laufen auch alle rum wie, keine Ahnung was. Und das sind auch, Künstler... ja, das sagt mir, dass ich 1 und 1 zusammenrechnen muss und daraus kommt dann, dass ich das auch darf. Genau, cool. Ja, Leute, haben wir das schon mal geklärt? Schön, hat sich die Folge direkt gelohnt, aber ihr könnt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Passt mein Stil oder passt er nicht? Ich bin sehr gespannt. So, damit haben wir jetzt auch diese 3-Stunden-Aufgabe durchgeballert und kriegen hoffentlich, ja, nochmal ein paar Münzen. Dankeschön, Spiel. Einsammeln! Um also die Sache gleichermaßen fair für alle zu gestalten und statt Skye Sarter zu bitten, einzig und allein Hufflepuff zu trainieren, schlage ich vor, wir bitten Ethan Parkin darum, alle Quidditch-Teams gemeinsam zu trainieren. Nun, eines ist schon mal sicher, das würde sicher die Chancen auf dem Spielfeld ausgleichen. Und noch viel wichtiger, wir könnten nach wie vor mit dem großartigen Ethan Parkin von den Wigtown Wanderers trainieren. Freut mich, dass ihr alle einverstanden seid. Mit Mr. Parkin als Trainer werden wir ganz sicher stärkere Spieler werden. Aber wenn dieser Plan funktionieren soll, gilt es noch eine weitere wichtige Sache zu erledigen. Was ist das, Daniel? Wir müssen zusehen, dass auch die anderen Teams mitmachen. Oh, richtig. Ich werde die anderen Teamkapitäne zusammentrommeln und zusehen, ob ich sie nicht überreden kann, mit uns zu trainieren. Aber bevor ich das tue, wollen wir nicht vergessen, warum wir uns in erster Linie auf diesem Spielfeld versammelt haben. Nämlich, um ein altmodisches und spannendes Freundschaftsspiel zu genießen. Was keiner genießt und was ich im Off spielen werde. Mach's gut, Hogwarts Mystery, ich werde jetzt die Hauptstory machen. Ist doch ein Spiel, oder? Ja, natürlich ist das ein Spiel. Alles klar, Leute, das mache ich wie gesagt im Off, aber ja, wir gehen jetzt zur fast Finalaufgabe der Hauptstory. Und ich darf Moody... Oh nein. Okay, meine armen Stimmbänder, sie leiden jetzt schon. Let's go, Leute. Ich habe echt keine Lust. Wer ist das denn? Wenn es doch nur einen Zauber gäbe, der mir diesen Papierkram abnimmt. Gibt es bestimmt, du kennst ihn einfach noch nicht, Kollege Turnschuh. Hallöchen. In der Abteilung für magische Strafverfolgung wird es nie langweilig. Gurrywurst Pommes, ahoi. Kann gut sein, ja. Das neue Combush und Persimmons Buch kommt demnächst heraus. Juckt mich einen feuchten Furz. Hallo, Mad-Eye. Daniel, wie sehr warst du fleißig. Ich habe gehört, dass der Fluch gebrochen wurde. Das haben wir wohl dir zu verdanken. Ja, natürlich. Es war nicht einfach, aber ich hatte jede Menge Hilfe. Und wir konnten den Ursprung des Fluchs ausfindig machen und zerstören. Ich bin halt mit... ganzem Herzen dabei, Leute, sorry. Dann war es nicht der Alihotzi-Trank? Es war ein verfluchter Muggelgegenstand. Wir haben ihn mit einer Mikrowelle zerstört. Ah, nun die Methoden von R.
sind unergründlich, schätze ich. Sie sind wirklich listige Zeitgenossen. Nun, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich erwarte einen vollständigen Bericht. Lass keine Details aus. Alles klar. Das dauert doch locker 8 Stunden, wenn ich keine Details auslassen soll. Was? Wow, das sieht Hogwarts Mystery nicht ähnlich. Let's go. Ja, normalerweise, wenn sie solche Anspielungen machen, dann heißt das auch wirklich 8 Stunden Aufgabe. Aber ja, ich bin auch nicht böse, wenn das mal nicht so ist. Ist eine nette Abwechslung. Und da uns das Spiel oft genug die Hosen auszieht, nicht im wörtlichen Sinne, das wäre nämlich ganz schön weird. Ja, kann das durchaus auch mal so sein, genau. So, ja, dann machen wir das Ganze jetzt hier mal. Eine 3-Stunden-Aufgabe. Bin gespannt, wie jetzt der weitere Plan aussieht, weil wir den jetzt sehr wahrscheinlich mit Mad Eye Moody bequatschen werden. Und ja, ich frage mich auch, wann endlich meine Verhandlungen vor dem Zaubergamot stattfinden. Ich muss ja immer noch gegen den Zauberer im weißen Umhang aussagen. Und ja, das ist jetzt mittlerweile schon einige Kapitel alt und irgendwann sollte das ja jetzt mal passieren, oder? Also, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ja, gucken wir einfach mal. So, dann berichten wir nochmal, erklären, ich kriege hier einen Anruf, den ich nicht annehme. Das ist eine 0800er Nummer, 0800er Nummer nehme ich grundsätzlich nicht an. Zuhöre nochmal ein bisschen und dann nochmal belauschen und befürchten. Und wir haben es geschafft, Leute. Sehr schön. Und ich habe immer noch 150 Energiepunkte. Das ist nice. Ey, wieso kriege ich eigentlich aktuell in jeder einzelnen Aufgabe eine Schokofroschkarte? Das ist eine nette Abwechslung, an die man sich gewöhnen kann. Einsammeln! Dann konntest du das verfluchte Muggel-Artefakt also nur mit einem anderen Muggel-Artefakt zerstören? Ziemlich clever. Und du hast Merula sogar dazu gebracht, zuzugeben, dass sie mit zusammengearbeitet habt. Aus dir wird noch ein echter Auror. Das ist viel mehr, als ich von einem Hogwarts-Schüler erwartet hätte. Du bist wirklich einsame Spitze, Daniel. Danke, Mad-Eye, ich weiß. Ich bin nur froh, dass wir den Fluch brechen konnten und es den anderen wieder gut geht. Und mit Merula als Informantin in Warte mal, Merula in R? Merula steckt in R? Haben wir möglicherweise endlich einen Vorteil gewonnen? Es ist großzügig von dir, ihr diese Chance zu geben, nach allem, was sie getan hat. Ich habe Merula ihre Fehler aus der Vergangenheit schon verziehen. Es kommt nur darauf an, wie sie sich ab jetzt verhält. Okay, aber wie sicher bist du dir, dass wir den Informationen von Merula vertrauen können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ihr. Ich glaube ihr nicht. Es ist nicht wichtig. Eigentlich ist es nicht wichtig, weil es kommt ja im Grunde nur auf Daniel Granger an, also auf mich. Und da ich der verdammte Held bin, ja, ist eigentlich die Hauptsache, dass man mir vertrauen kann. Im Moment macht es nicht wirklich einen Unterschied. Wir können sämtliche Informationen überprüfen, die uns Merula liefert. Das wäre die zuverlässigste Methode, um herauszufinden, ob wir ihr wirklich vertrauen können. Okay, das ist ein schlauer Plan. Du bist wirklich gerissen, Daniel. Und wenn sich Merula als zuverlässig herausstellt, hast du eine wichtige Verbündete für unsere Seite gewonnen. Und jetzt du etwas anderem. Wir müssen herausfinden, wer Jacob den verfluchten Gegenstand geschickt hat. Ich frage mich, ob es der Metamorph Magus war, der das Zaubereiministerium infiltriert hat. Wir haben keine Ahnung, wie sie aussieht. Hä? Die habe ich doch in der Nocturngasse gesehen. Das stimmt. Aber es könnte auch ein anderes Mitglied von sein. Wir wissen nicht, wie weit ihr Einfluss reicht. Ich werde mit meinen Kontakten hier im Ministerium sprechen. Und du solltest unsere neue Informantin fragen, was sie darüber weiß. Okay, ich werde mich mit Curry treffen und sie bitten, diese Frage an Merula weiterzugeben. Pass auf dich auf, Daniel. Diese Sache ist gefährlich. Und jetzt ab nach Hogwarts mit dir. Ey, ich werde hier rumgescheucht wie... Wie jemand, der rumgescheucht wird. Okay. Mit Curry treffen. Komm nach dem Einbruch der Dunkelheit zum Innenhof für unser erstes geheimes Treffen. Ich würde lieber mit Penny ein geheimes Treffen haben. Und wie teuer wird das? 64 Edelsteine? Ja, dann machen wir das später. Ja, Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Ich fand sie mega, mega cool und ja, bin gespannt, wie es jetzt in unserer Mission gegen R
weitergeht und welche Rolle da Merula jetzt spielen wird, was Mad-Eye Moody noch mit uns so hat, wie wir jetzt mit Cory weiterverfahren und wie der Plan jetzt in der nächsten Folge aussehen wird. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns wieder am Freitag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery. Bis dann, Leute. Ciao zusammen.